Hallo alle miteinander. Wir haben hier gerade den Attila aus unserem Team. Hallo. Hi. Ja, und wie bist du gegangen, mein Lieber? Ich bin 8-3 gegangen heute. Alles klar. Welchen Platz hast du damit belegt? Platz 66 von, ich glaube, 1027 Spielern waren es gewesen. Das ist doch wirklich nicht ganz okay. Bist du denn zufrieden mit dir? Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit mir. Ich hatte ja das Problem gehabt am Anfang, was soll ich überhaupt spielen. Also dementsprechend war das sehr gut gewesen. Lief auf jeden Fall sehr gut. Besser als erwartet, also auf jeden Fall. Das ist gut. Auf jeden Fall. Was hast du denn bei der YCS so mitgenommen? Wie war das für dich? Wichtig für mich ist, ich muss mehr gegen Trickster üben. Ich habe zwar nur ein Trickster-Match gehabt. Da habe ich auch gegen verloren, einfach weil ich nicht genug dagegen gespielt habe. Ich habe ganz dumme Spielfehler gemacht. Sonst habe ich viel Erfahrung mitgenommen. Ich habe auch gegen gute Spieler gespielt. Und ich denke, ich habe halt einfach spielerische Erfahrungen. Ein bisschen mehr Ruhe kriege ich jetzt rein im Spiel und so. Das ist das, was ich mitgenommen habe, was auch für mich eine sehr positive Erfahrung ist. Alles klar. Bist du noch ein bisschen hier? Hast du heute noch irgendwas vor oder möchtest du für den Rest der Zeit einfach ein bisschen das Event in dich aufnehmen und entspannen? Oh, also erstmal entspannen, ich bin durch jetzt quasi von den letzten Tagen. Ich werde mir auf jeden Fall noch die Feature-Matches anschauen. Ich werde mir vielleicht noch rein in die Location mich hinsetzen. Ich werde mir erst einen Kaffee holen, vielleicht was essen und dann, wie gesagt, ganz in Ruhe mir die Feature-Matches ansehen. Vielleicht bekomme ich noch Lust spielen und spiele vielleicht noch eine Regional oder Runimat, je nachdem. Da ist noch alles offen, wie es noch weitergeht. Wird relativ spontan entschieden. Alles klar. Möchtest du auch in Zukunft weiter das Deck spielen, was du gespielt hast? Definitiv. Also ich war überzeugt heute. Vor allem gegen das Spiral-Matchup war das absolut Granate. Es war sehr gut. Also ich werde es auch in Zukunft weiterspielen. Ja, vor allem du hattest ja vor ein paar Wochen hattest du echt noch ein paar Struggles mit dem Deck. Ja. Ne? Haben wir beim ganzen Test und so von Dominik hat dir auch viel geholfen. Dominik hatte richtig gute Ideen gehabt. Also ich glaube, ohne ihn, wenn er mir da nicht geholfen hätte, dann wäre es niemals so gut gelaufen, wie es heute lief. Also danke Dominik, alles deine Schuld. Ja, es ist super, auch wirklich, also du warst ja sehr viel beim Testen. Ja, das hat auch echt geholfen, sonst wäre ich glaube ich auch nicht so weit gekommen. Das ist schade. Naja, Mensch, dann würde ich sagen, machen wir gleich noch deinen Profile. Klar, können wir gerne machen. Wenn es euch interessiert, der liebe Attila hat was gespielt? Ich habe Pures Invoke gespielt, aka Handtrap City. Ja, und dann, falls euch das Profile interessiert, ich verlinke das gleich noch. Ne? Alles klar. Vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön. Attila, möchtest du noch irgendjemandem was sagen? Danke an mein Team, Rising Tide Gaming. ohne die Jungs hätte ich das Deck sowas gar nicht so gut bauen können, wäre gar nicht an die Karten rangekommen, also top, wirklich. Danke an unseren Sponsor Kotaku, haben uns auch einiges ermöglicht, vielen Dank dafür. An mein Team selbst, die Jungs sind super, wirklich, Dankeschön. Und ich grüße noch alle zu Hause, die mich kennen, alle, die mich nicht kennen und das war's soweit, Dankeschön. Freunde von allen, die dich nicht kennen. Freunde von allen, die mich nicht kennen und mich in Zukunft eventuell kennen. Alles klar. Na dann, bis gleich. Ciao.